Sie schweben quasi ständig über uns in 20 Kilometer Höhe und können natürlich ihre Raumschiffe unsichtbar machen. Die NASA hat Bilder von ihnen, der Geheimdienst weiß Bescheid und jeder Regierungschef der Welt weiß Bescheid, dass es die Santiner gibt, weil die Santiner sind so etwas Ähnliches wie eine Weltraumpolizei, die einen göttlichen Auftrag hat. Und zwar schon seit 4.500 Jahren sind die da. Die waren schon zu Moses-Zeiten da. In der Bibel wurde das auch beschrieben am Berg Sinai, als Moses mit Gott sprach, der durch eine Wolke sprach. Das war nichts anderes wie ein Raumschiff der Santiner, in eine Wolke eingehüllt, natürlich durch den aufwirbelnden Sand. Und die haben Moses an Bord genommen. Und Moses hat ihn natürlich für Gott gehalten, weil er damals noch nicht wusste, dass es Raumschiffe gibt. Am Berg Sinai, dann der Stern von Bethlehem, das Wunder von Fatima. Sie haben mich über alles aufgeklärt. Sie haben mir erzählt, wie die ganze göttliche Ordnung funktioniert, das geistige Reich, die Hierarchien über die Erzengel bis runter zu den Lichtträgern und wer wir eigentlich sind hier, was wir tun hier auf dem Planeten. Als ich mit meiner Tochter im Schwarzwald und mit dem Hund spazieren gelaufen bin, hat uns so eine Leuchtkugel verfolgt. Und man erkennt dann auch auf dem Foto so eine Art Gestalt, also es war ein Lichtwesen. Ich war so baff, ich konnte nicht mal reagieren. Meine Tochter hat sofort fotografiert und man sieht es auch eindeutig auf den Fotos. Also wir haben es beide live gesehen, dieses Ding, was um uns rumgeflogen ist. Und das war keine Einbildung oder Fata Morgana oder auch kein Orb oder so. Es war auch viel größer wie ein Orb und es hat richtig blau, so ein bläuliches Licht geleuchtet und hat auch ab und zu so eine Flügelform angenommen. Und ich habe noch gar keine Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich, wie gesagt, ganz frisch her. Ich muss mir die Fotos auch noch mal genauer anschauen, aber es ist eben so, dass die Lichtwesen da sind. Sie sind ständig um uns rum, sie sind auch bei dir zu Hause. Sie sind immer da, wir sind nie alleine. Nur werden sie nicht manipulativ eingreifen. Also bitte nicht verlassen und nur da sitzen und warten, die werden schon was tun. Sie sind da und sie stehen uns immer bei und uns kann unterm Strich sowieso nichts passieren, wenn wir nur eins machen, nämlich endlich wieder zu Gott zurückzufinden. In meinem Buch beschreibe ich das ja als ein Lichtwesen aus anderen Dimensionen, die wir dann als Außerirdische bezeichnen. Dass sie ja auch sind, aber sie deklarieren sich mehr oder weniger als Außerirdische, damit wir das vom Verstand her besser einordnen können. Nachvollziehen können. Ja, die ganzen UFO-Geschichten und so weiter sind ja nur deswegen da, um uns heranzuführen, dass es da noch andere Dimensionen gibt, dass es da noch andere Wesen gibt. Die bräuchten in Wirklichkeit gar keine UFOs. Sie können sich auch hier so einfach zu uns hinbeamen mit ihren Gedanken. Die brauchen kein UFO.
ich hatte nochmal Besuch, ein Santiner und ein Mensch, die sich dematerialisiert haben und bei mir waren, dessen Sternennationalität ich leider nicht verstanden habe. Mhm. Ich weiß also nicht genau, von welchem Stern er kam. Es war einmal Ashtar Sheran, der bei mir war. Und zwar der aktuelle, der momentan in der Gegenwart verantwortlich ist für die Erde. Das ist kein Santiner. Er kommt eben aus einem anderen Sternensystem. Das konnte ich aber nicht verstehen, was er damit meinte. Den Namen konnte ich nicht verstehen. Und er hat mich dann noch eingelernt und mir noch viel neue Informationen gegeben, auch über meine Arbeit hier, die ich habe, dass ich so eine Art Mission habe, nämlich hier diese Sternennationen zu versammeln und aufzuwecken und auch natürlich zu heilen und zu befreien von den Angriffen der Dunkelheit, die jeden Tag geschehen, speziell gegen die Sternensaaten, speziell gegen die Indigos. Es gibt spezielle Drangsalierungsprogramme, auch im weltlichen Bereich, aber auch im astralen Bereich werden Indigos gejagt und verfolgt. Und da habe ich noch sehr neue Informationen bekommen, wie ich da in Zukunft weiter vorgehen muss, um diese armen Menschen zu befreien von ihren Drangsalen, die sie da haben, und ihnen wertvolle Tipps und Hinweise zu geben, wie sie da damit in Zukunft hier auf diesem fremden Planeten, auf diesem feindlichen Planeten, wo wir ja sind, ich muss es leider so deutlich sagen, die Erde ist quasi, die materielle Erde ist quasi in dunkler Hand. Insider wissen das natürlich auch wenn es sich keiner getraut zu sagen nach außen hin. Und es gibt natürlich eine geistige Welt, die uns dient, die für uns da ist, die auf uns aufpasst. Mhm. Man muss also keine Angst haben, überhaupt nicht. Wir sind in den besten Händen, uns kann nichts passieren. Die Dunkelheit arbeitet nur mit dem Thema Angst, um nichts anderes. Und diese Angst möchte ich den Menschen nehmen. Das ist auch mitunter mein Job, nicht nur sie zu heilen und zu erlösen von den Besitzungen, sondern auch ihnen die Angst zu nehmen und die Indigos zu versammeln. Bitte Indigos, wacht auf. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt durch meine Sprache, durch meine Stimmlage, wacht jetzt auf und meldet euch bei mir. Da ist die Kamera, Entschuldigung. Ja, bitte wacht jetzt auf. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut durch in dem Moment, wo ich das gesagt habe, weil das ist meine Mission. Und jetzt kommen wir zurück auf das Thema Ashtar Sheran. Es war dann noch ein zweiter Ashtar Sheran bei mir, ein paar Tage später. Und dann der hat mich ein bisschen verwirrt, weil er meinte, er wäre aus der Zukunft, aus ein paar tausend Jahren in der Zukunft zu mir gereist. Ich konnte das dann nicht glauben und habe gemeint, jetzt nehmen Sie mich aber hops da, irgendjemand. Irgendwelche Phobgeister oder dergleichen, die mich hier verulken. In dem war aber nicht so. Es war Ashtar Sheran aus der Zukunft in ein paar tausend Jahren, der durch ein Wurmloch gereist ist und quasi von einer parallel laufenden Dimension in einem anderen Universum, das parallel existiert, aber in tausenden von Jahren in der Zukunft sich abspielt. Wir wissen ja, in den anderen Dimensionen gibt es keine Zeit und keinen Raum in dem Sinne wie in der Materie. Und er war bei mir und hat mir gesagt, dass ich er wäre. Okay. Und das hat mich dann schon vom Hocker gehauen. Das heißt, ich werde in ein paar tausend Jahren Ashtar Sheran sein. Weil Ashtar Sheran ist kein Name, sondern eine Bezeichnung. Mhm. Das heißt, es ist so wie Julius Caesar eine Bezeichnung war, so ist Ashtar Sheran eine Bezeichnung für den jeweiligen Kommandanten der Zeit. Und das werde ich irgendwann mal sein. Thank you.
Dazwischen hatte ich ja noch den Besuch von anderen Wesenheiten, die waren gut, von der guten Seite. Das waren die Santiner, die damals kamen, und Arcturianer und Venusier, wie ich heute weiß. Damals war einer da, der hat mir erklärt, woher er kommt, aber ich habe das nicht verstanden. Und heute weiß ich, dass er von der Venus war. Und die waren damals da als astrale Wesen. Die konnte ich aber nicht sehen. Die müssen noch höher geschwungen haben wie die vierte Dimension, die konnte ich nicht sehen. Die waren weit darüber, aber ich konnte sie massiv spüren und ich konnte ihre Gedanken hören und konnte mit ihnen gedanklich kommunizieren. Und meine Katze hat sie auch gesehen. Das habe ich aber auch schon mal erzählt in meinem allerersten Video, aber es ist interessant, nochmal auch für mich jetzt darüber zu reden, weil das waren ja die Anfänge. Und die haben mir dann weisgemacht, dass ich ein Heiler bin, der hier eine große Aufgabe hätte auf diesem Planeten. Und dann habe ich gesagt, das Blau kann nicht sein. Ich bin am Arsch mit 50, was wollt ihr von mir? Und die haben mich mehr oder weniger überredet, den Job zu tun. Und meine Partnerin hat dann auch gesagt, ich glaube, du musst es machen. Weil ich habe mich lang geweigert und bis zum Schluss und gesagt, nee, ich habe kein Interesse. Und ich will sowieso nicht mehr leben auf so einer Welt, wo solche Gestalten rumrennen, die uns das zu sagen haben, was wir, die uns kommandieren, die uns manipulieren. Das war ein Schock und das hat Monate gedauert, bis ich das verkraftet habe, erstens mal diese Wesenheiten zu sehen und dann waren jeden Tag 300-400 verstorbene Seelen bei mir in der Wohnung. Da hat mir die ganze Holzdecke kaputt gemacht in der Wohnung. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt nie mehr im Holzhaus wohnen. Muss mir jetzt ein Betonhaus zulegen. Das waren so meine Gedanken. Es war schon krass damals. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, als Heiler zu arbeiten. Und habe dann einfach normale Versuche gemacht. Habe übers Internet dann eine Webseite gemacht. Und habe dann quasi, habe mich geschlagen dazu, mehr oder weniger. Weil ich habe da nicht so richtig dran geglaubt, dass wenn ich jetzt irgendwas sage oder denke, ein anderer geheilt wird. Und dann habe ich so die ersten zaghaften Versuche gemacht mit Klienten, für wenig Geld. Habe mich gar nicht getraut, überhaupt Geld für zu nehmen, aber ich musste von irgendwas leben. Ja. Und ich wollte aus der Sozialwohnung raus. Und ausprobieren, ob es funktioniert, wolltest du ja auch. Ja, und dann habe ich eben die ersten Klienten gehabt und da waren krasse Fälle dabei, wo 10 cm Wunden zugewachsen sind, über Nacht, nach meiner Behandlung, wo eine aus dem Rollstuhl auch wieder aufgestanden ist, ich weiß es gar nicht mehr genau alles. Es sind einige krasse Dinge passiert und dann habe ich diese Entitäten, die da von den positiven Sternensaaten da waren, die haben mich ja ungefähr 8 Wochen begleitet. Die waren ja täglich bei mir zu Hause. Und die hatten ja auch so eine Art Schichtdienst. Also ich wusste genau, wenn jetzt ein anderer da war oder wenn eine weibliche da war, das habe ich gespürt. Ich habe mich dann auch nicht getraut zum Baden, wenn die weibliche da war. Ich habe mich geschämt. Also das war, wie wenn das Freunde wären, die auf mich aufpassen. Und die haben ja dann auch... Aber die wären wahrscheinlich nicht mitgekommen ins Badezimmer, oder? Die waren schon da. Ja... Auf jeden Fall war das eine sehr interessante Zeit, weil die haben ja damals den Mut gegeben, an mich zu glauben und die haben mir geholfen, mich zu erinnern, wer ich bin und warum ich hier bin. Und es war dann eine schöne Aufgabe und ich habe dann die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe dann gesehen, ich kann anderen helfen und ich habe gesehen, dass es hinter dieser Matrix, die uns hier unterjocht, noch was anderes gibt. Und das hat mir den Mut gemacht, die Stärke gegeben und dann habe ich für mich entschieden oder den Input gekriegt, die Intuition gekriegt, ich muss das der Welt erzählen. Das muss raus.
This particular footage, shrouded in mystery, hails from an undisclosed location and time. A phrase that encapsulates the enigmatic nature of what they beheld. Opinions varied, as is often the case when confronted with the extraordinary.